Rows of German border police cars and vans have been gathering at the border crossing from Belgium into Germany to carry out passport checks. The same deployment will be seen at the other 8 land borders. This move came after Germany put a hold on Schengen, which defines the borderless EU zone among member states. The goal is to curb migration and protect against the acute dangers posed by Islamist terrorism and serious crime, said the country's interior minister Nancy Faeser last week. Grundsätzlich gestalten wir unsere Maßnahmen so, dass wir lageangepasst, zeitlich, räumlich flexibel agieren. Das bedeutet, nicht an jedem Ort wird es zu jeder Zeit die gleiche Intensität an Kontrollen geben. Und zusätzlich zu den Kontrollen, die wir an der Grenzlinie wahrnehmen, also das, was wir hier im Hintergrund sehen, gibt es auch Maßnahmen, die in einem Grenzraum mit einer Tiefe von 30 Kilometern stattfinden. Und so ist es tatsächlich nicht zu erwarten, dass wir zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag in der gleichen Intensität überall vor Ort sind. Aber die Grenzkontrollen werden im gesamten Grenzraum von heute ab beginnend konsequent durchgeführt werden. Controls are planned for 6 months, but may extend further. Officials and diplomats in Brussels have expressed dismay, calling the move to be obviously aimed at a domestic audience. The new control points are not causing any traffic jams for now, but travelers can still help speeding up the process by having their travel documents ready before crossing the German border, as they could face spot checks.